Lol, guck mal, wie der eine hier buggt, der kleine Mann. Zu wem gehört der? Der möchte abgeholt werden. Unten am meiner, Tür. Das bist meine. Du, Alter. Der geht komplett mental. Danke. Warte. Ich bin's. Wenn ich saß. Ich glaube, das ist jetzt einfach nicht, dass Yoshi gerade noch meinen Streamchat geschrieben hat. Right. Nee, ehrlich, cool, dass die kurz wartet. Yo! Leiche liegt in Weapons. Yoshi wollte da wahrscheinlich seine Task machen. Ich war AFK, ich bin gekommen. Die Cafeteria war geschlossen. Tür ging auf. Ich laufe Richtung Weapons, sehe direkt Yoshi. Ich habe niemanden in der Nähe gesehen. Ich habe einen wilden Call. Ich habe Yoshi am Anfang dort gesehen. Ich habe den Weapons auch gemacht. Dann bin ich nach Weapons in Navigation gelaufen und dann kam Loru mir hinterher. Ja, ich weiß gar nicht, wer alles rechts gelaufen ist, aber auf jeden Fall bin ich auch rechts gelaufen und Loru ist auch rechts gelaufen. Aber ich bin Loru dann getroffen, aber in Navigation. Ich war in Navigation und dann bin ich jetzt Admin gegangen und da war gerade Kraft Maki war, glaube ich, gerade auch Admin am Ende, oder? Electrical genau. Seiten hoch, genau. Weißt du noch ungefähr, wie alt der Kill ist? Ich wollte gerade fragen, wie lange ging die Runde schon? War 20 Sekunden. Was passiert, ja. Digga? 20, 30 Sekunden. Schon ein bisschen länger. Ja. Wie bist du denn nach Navigation gekommen, Loru? Unten rum, also über Shields und dann Admin. Das ist Cap. Nein, in Cafeteria waren gerade auch die Türen geschlossen. Ja, jetzt gerade, oder was? Achso, ja, jetzt gerade war ich... Am Anfang bist du wohl oben gekommen. Ganz am Anfang. Ja, war so ungefähr 15 Sekunden oder 10 Sekunden nach Start noch jemand in Weapons? Außer Loru? Nee. Also ich weiß, dass ganz viele Leute in Electrical waren. Kev, Koha... Ich hab Light gefixt. Also Loru für mich sehr, sehr sus. Ja, ich bin vor Electrical vor allem. Kurz bin Leech und Sascha waren auch noch am Ende waren Felice und Sascha auch noch vor Electrical. Ja, das stimmt, ja. Aber sonst weiß ich nichts. Aber guck mal, ich war ja ganz am Anfang Weapons, dann bin ich Navigation und dann halt Admin und Cafeteria waren ja die Türen geschlossen, also hätte ich ja gar nicht zu Weapons ich kommen können. Ich skip aber trotzdem Loru sehr, sehr sus. Ja, so. Und halt die Augen auf Loru. Loru wird es so angehängt, Alter. Wenn er irgendwo ist, kill ich da jemanden und dann bannt ich mich aber dumm und dämlich weg. Boah, ich werde die Cypher Camps so anschmeißen. Aber macht immer den oberen zuerst oder so, ich weiß nicht. Okay, ich habe reported, dich darf reden. Ich habe reported, ich darf reden. Also, ich bin gerade an Felice vorbei, Richtung Shields gelaufen. Felice, kannst du das bestätigen? Warte mal kurz. Also, Felice ist gerade... Ich Core Games. Wir sind uns gerade in Storage gecrossed, ne? Ey, das kann sein, dass in zwei oder drei entgegenkommen. Ich weiß nicht, wer es genau ist. Ja, da bist du von dem Alarm weggelaufen. Und da wollte ich will nichts nicht sagen. Auf jeden Fall Loru und Kev. Loru und Kev sind nach rechts gelaufen. Mehr kann ich nicht sagen. So, Kev, ja, Kohan habe ich auch. Warte. Kann ich mal wieder was Wildes sagen? Merkt ihr selber. Leute. Darf ich bitte reden? Ganz kurz bitte. Kev ist das erste definitiv. Ich habe gesehen, wie er getötet hat. Und das war unten in Shields. Ich bin halt, wie gesagt, von Storage gekommen, wollte den Alarm ausmachen gehen, so. Obviously weiß, dass da jeder hinkommt, töte ich auf dem Weg, obviously nicht. Und dann kommt halt Kev von oben entgegen und tötet einfach auf dem Weg Loru weg. So, also du sagst, dass du jetzt nicht selber reportet hast gerade. Warte, hallo. Weil du ja reportet hast, hast du ja reden. Ich hab was dazu. Du nicht gesehen hast. Ja, okay. Du hast also gesehen, hast aber nicht reportet. Spendi sagt. Guck mal, Loru wurde jetzt gekillt. Also Loru war der Einzige, den Kev genannt hatte, dass er in Weapons war. Er hat niemand anders gesehen. In der letzten Runde war Kev auch in Weapons und hat Yoshi gesehen. Wenn das danke, nicht Kev danke, ist, danke, dann ja, weiß ich auch nicht. Danke, Spendi. Yes, ist danke. Okay. Du bist der allerbeste, Spendi. Lass dir von keinem, wirklich von keinem was sagen. Ja, für mich bist du gerade der Imposter. Ja, du hast Spendi hat vollkommen recht. Sorry, dass ich Koha ist safe, weil Koha war in Electrical letzte Runde. Digga, du sagst letzte Runde, dass du. Digga, es gibt immer noch zwei Imposter. Hallo, vergiss ja, nicht. Ja, und? Du und irgendwer anders. Wir konzentrieren uns jetzt auf dich. Ja, vor allem, ich hab dich töten sehen, warum du wirst halt wieder beschuldigt. Also ist halt komisch, ne? Digga, ich hab Loru als einziger beschuldigt. Warum soll ich ihn. Digga, geht's euch gut? Ja, natürlich, weil du Imposter warst und du wolltest, dass Loru rausgeholt wird. Weil niemand dich gesehen hat. Das macht halt keinen Sinn, dass er ihn jetzt schuldig und so weiter, aber ich will nichts ausschließen. Das würde halt gar überhaupt nicht mehr. What? Aber keine Ahnung.
Aber ist Kev nicht, ich hab mich nicht gebaut. Keine Ahnung. Wenn es Kev ist, dann keine Ahnung. Dann war es halt Unlucky. Wenn es nicht Kev ist, dann wär am Arsch. Da war es Unlucky. Ich hab 40 Sekunden Kill-Countdown. 40 Sekunden. Ja, okay, Kev, aber Bro, dass du Loro killst, das war unser Sassy-Mann, ne? Loro war der, den wir... Ich wollte dem noch alles anhängen, Bro. Ich wollte Loro noch alles anhängen. Ja, jetzt haben die einen in den Camps, Bro. Jetzt haben die auf einmal jemanden überall, ne? Das ist mir fest. Wir haben... Ja. Weiß ich nicht. War dumm gespielt. Ich hab mich halt verbaut. Leiche liegt ganz links Reactor bei Simon Sess Aufgabe. Ja, aber links. Ja, aber mehr weiß ich auch nicht. Ich glaube, Goa war auf der richtigen Fährte. Dann muss Kev ja safe gewesen sein, oder? Ja, das war auch Kev, glaube ich. Also sind wir noch ein Imposter. Wo liegt die Leiche? Links Reactor. War Simon Sess links? Links Reactor? Okay. Ich war gerade Upper Engine, okay? Hinter mir war Graf Marki als einziger. Und der ist dann kurz nach Security. Ja, du bist halt Security rein. Aber kann ja auch sein, dass du kurz Reactor reingegangen bist und damit abgehauen. Ich war actually Reactor, aber ich war vorhin Reactor und habe die Task mit den Zahlen gemacht. Ich habe aber Sascha weglaufen sehen, actually, also der war dort auch irgendwo. Ich habe ihn über das die Camps 100 Jahre hier. Her, wow. Also du bist gerade in den Netz reingelaufen. Ich wollte es nur sagen. Bro. Das ist kein Verdacht, aber ich wollte es nur sagen. Felice, du warst doch oben Weapons, habe ich gesehen. Ja, das war gefühlt jeder gerade links. Wo bist du danach hingelaufen? Ich hätte dich ja unten in Storage gesehen. Wie? Ja, genau. Ich habe Weapons, die Aufgabe, das war Download. Und dann bin ich runtergelaufen, Admin, Upload. Und ja, dann. Achso, okay. Gerade runter, okay. Sascha, also, kannst du mal kurz deinen Weg sagen? Mein Weg. Ich war ganz am Anfang, wo. Da hab ich weiß nicht, wer alles Camps war, aber es war. Wer war denn Camps? Ich weiß es nicht mehr. Aber dann bin ich quasi dann über oben Medbay Richtung Cafeteria durchgelaufen und bin gerade oben bei Weapons. Und dann kam der Import rein. Das ist sowas von falsch. Ich hab ihn gerade in. Nein, das Bro, ist hinter mir ging falsch. Hinter mir ging die Tür zu. Ich stand die ganze Zeit an Camps jetzt, bis die Leiche reported wurde und Sascha ist in Medbay reingelaufen. Warte mal, wo ist die Leiche? Warte mal, labert doch schon. Er hat sich nicht aus Medbay rausgelegt. Du standst nicht die ganze Zeit da. Du standst nicht die ganze Zeit da. Ey, Kraft, warte mal, die Leiche ist neben dir, du reportest nicht, du bist in Camps. Bitte hab Graf Mark im Auge. Bitte hab den nicht im Auge, Bro. Der stand nicht die ganze Zeit in den Camps. Da war ich sogar kurz. Ging das Chat, indem man fucking Five-Hat ist. Bro, ich musste den Weg gehen, dass ich da... Woher soll ich wissen, dass... Mein Glück ist, dass Graf Mark hier oben rechts ist. Dass er... Bro, dem muss man jetzt alles in die Schuhe schieben. Das Ding... Für Graf Mark ist jetzt Feierabend. Okay, das ist perfekt. Der chillt nur in den Camps, Bro. Er ist so ein Cypher-Spieler. Oh, sehen die das? Sehen die das? Okay. Sascha, mein Lieber. Das ist interessant. Sascha, mein Lieber. Ich hab jeden einzelnen Links gesehen. Du warst der Einzige, der Richtung Electrical gegangen ist. Das heißt, du bist wahrscheinlich gewendet, hast die Türen zugemacht. Graf Marki war die ganze Zeit in den Camps. Du warst vorher und standest AFK neben Graf Marki. Und du kannst nur der Imposter gewesen sein,
weil du der Einzige warst, der unten rechts gegangen ist. Oh Gott. Und direkt danach sind wir. Ja, coole Geschichte, gegangen. Machen Podcast drüber. Nächste Woche bist du Gast bei Offline und ehrlich, weil Flo ist eh nicht da. Ganz kurz, wo ist jeder? Erzählt mal. Ich stelle mir vor, Spendi. Ich bin eingeschossen. Dings gewesen, Fletcher war da auch. Ich bin gerade in Madbay und mache noch die letzte Aufgabe. Also ich war grad, der Lead, aber Felicia kann es nicht gewesen sein, weil mit Felicia war ich in Storage schon einmal eingesperrt und er hat mich nicht gekillt. Okay, Flo, wo bist du gerade? In Fortman. Also ich war gerade eben noch vor Camps, da habe ich Graf Marki noch leben sehen. Und dann bin ich nach oben Richtung Admin gelaufen. Ah, okay. Aber ich war nicht in Camps, ich war nur im Gang drin. Ich finde es halt interessant. Okay, Spendi hat letzte Runde Graf Marki noch verdächtigt, hat jetzt schon gevotet. Es hätte Spendi war es, kann ich Spendi war es nicht. Ja, aber es macht gar keinen Sinn. Ich war es nicht. Ich war es nicht. Die waren alle die ganze Zeit. Ja, okay. Ich würde Flo noch nicht aus. Wenn er Graf Marki Flo würde ich auch nicht ausschließen. Killt den ja nicht in der nächsten Runde. Ja, ich würde. Ich weiß, wie alt ist der Kill überhaupt? Wir wissen doch gar nicht. Wir haben keine Info aus. Nein, nein, nein. Ich kann es genau sagen. Spendi called Kev ohne. Und Kev war es auch. Okay, GG's. Aber. Ja, Spendi ist es halt nicht, ich weiß aber es halt nicht. Wo habe ich den Cap einfach ohne Grund gecallt? Ich stand auch mit Spendi davor, das kann er mir auch bestätigen. Ja. Und der Typ ist gerade gewendet, weil das hat man gesehen unten rechts. Ja, ja aber du übrigens, dann bin ich ja bei dem Kill safe, ich bin ja nach oben gelaufen, ich war ja nicht mal in der Nähe. Da war er ja noch im Leben, als ich nach oben gelaufen bin, da standest du ja auch vor Games. Okay. Ja, ich weiß. Wir gehen die Argumente aus. Ich bin halt gar nicht, alles gut, ich bin halt gar nicht in der Nähe, ne? Also wir brauchen noch einen Task, Ich hab den letzten, ich mach ihn schnell. Ich bin durch. Ich hab den letzten. Ich hab nur eine Madbay rechts. Skip, ich hab noch einen. Rechts. Ah, okay. Ey, Kev, ich weiß auch nicht, warum. Nein, nein, nein. Bro, ich weiß auch nicht, warum. Ich hab beide gekriegt. Ich hab euch beide gekriegt. Spendi, hör mir zu. Erklär mir deinen Gedankengang, bitte. Okay, mag ich bitte, wie das nicht Freestyle war. Wie war das nicht Freestyle? Nein, 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 das ist kein Freestyle. Ich erklär's dir. Nee, warte, erklär mir, warum ich Loru killen sollte, wenn ich ihn als nein, einziger nein, du hörst mir gar nicht zu, Bro, das ist doch egal. Nein, 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 lass mich mal ganz kurz ausreden. Ey, ich bin so dumm, Bro. Warum habe ich Graf Marki getötet? Ich hätte jemanden killen müssen, der quasi in seiner Nähe ist. Das habe ich doch, ich habe das vor 10 Sekunden gesagt. Dann mache ich beides zu und kill ihn. Hä? Ey, falls ihr den Kanal nicht abonniert habt, lasst gerne ein Abo da und gerne die Glocke aktivieren und lasst einen Kommentar da auch für den Algorithmus.